Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Es gibt nur eines, das für einen Trophy Hunter schlimmer ist als ein Spiel, zu dem der Trophy Guide sagt, dass die Trophäen wirklich, wirklich schwer sind. Ein Spiel, bei dem es gar keinen Trophy Guide gibt. Insbesondere, wenn es sich bei dem Spiel um ein Point-and-Click-Adventure handelt, wo man nach Hinweisen suchen muss und wenn man nicht die richtigen oder die richtige Anzahl an Hinweisen bekommen hat, man am Ende dann einfach ohne entsprechende Trophy darstellt und womöglich einfach nicht einmal wissen kann, woran es eigentlich gescheitert ist. Das klingt jetzt schon mal frustrierend, obwohl ich das Spiel noch nicht einmal in die PlayStation eingelegt habe. Da kann ich tatsächlich nur hoffen, dass sich in der nächsten Zeit vielleicht irgendwann einmal der Status des Vorhandenseins eines Trophy Guides rund um Blade Runner Enhanced Edition vielleicht ändern wird. Vor allem, weil es sich dabei um ein Spiel handelt, das in seiner PlayStation-Iteration womöglich auch ein bisschen buggy sein soll, wo man vielleicht eben extra aufpassen muss, damit man dann am Ende des Tages nichts verpasst und das Spiel unnötig öfter durchspielen muss, was vielleicht den Frustrationsgehalt erhöht. Dabei soll Blade Runner allerdings ein ziemlich cooles Spiel aus dem klassischen Zeitraum der Point-and-Click-Adventure sein, das eben allerdings nur technisch nicht ganz einwandfrei eben hier auf die PlayStation-Hardware portiert wurde. Dabei bin ich allerdings eben ganz besonders gespannt auf dieses Spiel, nachdem ich eben vor Ewigkeiten schon einmal in einem Mystery-Paket die alte CD-ROM-Version gefunden habe und mir gedacht habe, das wäre eigentlich ein ziemlich cooler Titel, um den auf moderne Plattformen zu holen. Und das hat man eben bei Limited Run Games in Zusammenarbeit mit Night Dive Studios, für das ja unter anderem auch der YouTuber Modern Vintage Gamer gearbeitet hat, hier gemacht. Dabei bekommen wir auf dem Backcover eben ein paar Informationen zu dem Spiel und dessen Portierung. Man sieht ein paar Screenshots hier, das eben zeigt, dass es sich, ich glaube, dabei um ein Late 90s Point-and-Click-Adventure handelt, also mit quasi Grafik aus der eher PlayStation 1 Ära, was allerdings finde ich nicht allzu wild ist, weil ich finde, dass hier der Retro-Flair auf jeden Fall interessant ist. Dabei sollten wir natürlich auch einmal einen Blick ins Innere werfen, wo sich zusätzlich zu diesem Spiel natürlich dann auch noch ein paar Goodies verstecken. Stand clear. High Pressure Exhaust, das könnte man auch auf Unterhosen drücken. An der Stelle muss man allerdings auch wieder anmerken, dass auch wenn im Gegensatz eben zum Beispiel zu Bill & Ted's Excellent Adventure, der Schuber hier passend ist von seiner Dicke und sich demnach nicht so leicht eindrücken lässt beim Versand, man aber auch hier eigentlich nach oben hin einen Überhang hat und wenn man nicht allzu vorsichtig ist, kann auch hier diese Verpackung relativ leicht beschädigt werden, was sich Limited Run Games bei diesen wirklich extrem dünnen und minderwertigen Schuberkonstruktionen denkt, das werden wohl nur sie wissen. Auf jeden Fall können wir hier jetzt dann einmal ein bisschen einen Blick in die Welt von Pixar's Cars werfen, beziehungsweise auf ein paar andere Konzeptbilder und Zeichnungen aus dem Universum des Spiels. Es gibt dann außerdem sogar, wie eben außen angekündigt, auch noch ein Poster mit dazu. Dabei haben wir auf diesem Poster das Artwork, das eben auf dem Frontcover von dieser Box auch zu finden ist. Hier mit ein paar Beschreibungen des Spiels, aber da muss man auch echt sagen, dass das Poster auch von einer angenehmen Größe ist, also angenehm für diejenigen, die sich's aufhängen wollen, auch wenn ich zugeben muss, dass ich diese Zeichnung jetzt auch nicht besonders schön finde. Also irgendwie finde ich nicht, dass das Gesicht von diesem Kerl jetzt wirklich so beeindruckend gestaltet ist, dass ich das unbedingt irgendwo hängen wollen würde, würden haben, wie auch immer. Und das ist eben hier mittlerweile die 466. PlayStation 4 Veröffentlichung von LRG ist. Das ist wirklich ein massiver Spielekatalog, den sie da aufgebaut haben. Aber wie gesagt, für mich wäre es auf jeden Fall eine tolle Sache, gerade da es sich um ein Point-and-Click-Adventure handelt, wo die Handlungen, die man vielleicht für bestimmte Dinge machen muss, ganz besonders speziell sind. Wäre es eigentlich schon ziemlich cool, wenn es da dann irgendwann einmal einen entsprechenden Guide gibt. Es wundert mich sogar wirklich, dass es den noch nicht gibt, weil die Point-and-Click-Community ist eigentlich auf den PlayStation-Trophy-Seiten relativ gut vertreten. Wir
können dann einmal hier einen Blick auch ins Innere werfen. Da begrüßt uns auf der rechten Seite dann die Disk. Beziehungsweise gibt es auch bei dem Spiel wieder ein durchgehendes Innenartwork, das quasi im selben Farbschema gehalten ist wie das Frontcover-Artwork, aber eben zusätzliches weiteres Bildmaterial bietet. Das finde ich aber auch relativ cool aussieht. Und dazu gibt es interessanterweise hier dann noch ein Booklet, das das Spiel bezeichnet als das erste Real-Time 3D-Abenteuer, was natürlich, wenn das denn so stimmen sollte, auch eine wirklich coole Sache ist. Und hier gibt es dann eben ein klassisches Booklet. Das ist ja auch etwas, das man bei den regulären PlayStation-Spielveröffentlichungen aktuell eigentlich eher vergeblich sucht, beziehungsweise auch mehr schmerzlich vermisst, muss ich an der Stelle auch wirklich dazu sagen. Das hat schon immer früher Spaß gemacht, wenn man die Spiele bekommen hat und quasi während man gespielt hat und dann hat man eine kurze Klopause eingelegt, hat man sich zumindest mit diesem Game Manual was mitnehmen können, ein bisschen was lesen, ein bisschen wo durchblättern. Auf jeden Fall gibt es hier dann noch ein relativ cool gemachtes Logo auf dem Steelbook. Das nämlich auf der einen Seite hier sehr schön mit dieser Rahmenprägung arbeitet, hier mit dem Metallic Look eben bei diesem Logo, beziehungsweise unten fast so, es wird's in einem Motiv hängen mit dieser, in einem Museum hängen mit dieser Plakette. Auch noch schön mit dem partiellen Spotlight, ist ein sehr, sehr einfaches Steelbook-Cover, aber eines, das finde ich, zeigt, wie viel man auch aus einem schlichten Design rausholen kann, wenn man es denn entsprechend nützt und aufbereitet. Dasselbe merkt man auch bei dem partiellen Spotlight auf dem Spine. Und hier auf dem Backcover hat man zum Beispiel auch hier ebenfalls sehr schön mit Partial Gloss gearbeitet, hat hier noch einmal in quasi Lone Survivor Optik dasselbe Motiv wie auf dem Frontcover, beziehungsweise eben den Hinweis auf die Polizei mit weiteren Details. Das gefällt mir eigentlich gar nicht mal übel. Dann gibt es hier im Inneren auch noch einmal ein gezeichnetes Innenartwork im selben Stil, wie wir das auch bei den äußeren Elementen von dem Steelbook gehabt haben. Das ist eigentlich eine recht schicke Geschichte und außerdem habt ihr vielleicht das Kling gehört, wie ein einzelnes kleines Teilchen hier nach draußen geflogen ist, als ich das Steelbook geöffnet habe. Da gibt es nämlich auch noch einen kleinen Enamel-Pin, der hier dankenswerterweise nämlich extra eingepackt ist, damit eben hier diese Teile nicht vielleicht irgendwelche Kratzer oder Schäden hinterlassen. Da muss man auf jeden Fall sagen, dass sich da die Leute von Limited Run Games auf jeden Fall wieder mal Mühe gegeben haben bei dem, wie sie diese Box vollkriegen können. Das ist ihnen ja bei der Excellent Collection nicht ganz so gut gelungen. Trotzdem muss ich in diesem Fall ebenfalls kritisieren und anprangern, dass man einfach mit einem extrem dünnen Schuber hier gearbeitet hat, der einfach nicht die Qualität bietet, die man eigentlich nicht nur für den Preis allgemein, sondern generell im Speziellen vor allem eben auch von Limited Run Games, von bisherigen Veröffentlichungen gewohnt ist. Da muss man echt sagen, kann man eigentlich auch ein bisschen enttäuscht sein von ihnen momentan.